einem weiteren Beispiel im Rahmen der Prozentrechnung, und zwar zu einer Berechnung des Skontos. Und hier habe ich eine Aufgabenstellung gefunden, die man sehr genau lesen muss, damit man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Wir finden folgende Angabe vor: 3% Skonto betragen 12 Euro. Und die Fragestellung, die hier zu lösen ist, lautet: Wie viel Euro sind zu bezahlen? Also der Barzahlungspreis ist hier gefragt. Und der Barzahlungspreis, das ist der um den Skonto verminderte Betrag. Und immer wenn ich jetzt eine direkte Berechnung vornehmen will bei so einer Aufgabenstellung, dann würde ich persönlich hier eine Schlussrechnung vorziehen, bevor ich die Prozentformel anwende. Aber wie gesagt, das ist mein Lösungsvorschlag. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, die Berechnungen durchzuführen. Fassen wir die Überlegung zusammen. Bei dieser Aufgabenstellung ist es sinnvoll, die Lösung mittels einer Schlussrechnung durchzuführen, weil wir hier die Berechnung direkt ausführen können. Und um das durchzuführen, benötigen wir aber eine kleine Vorberechnung, weil der Barzahlungspreis, den wir ja berechnen sollten, das ist ja der um den Skonto verminderte Betrag, und das müssen wir auch in Prozent angeben. Wir ziehen also von dem ursprünglichen Betrag von den 100% die 3% Skonto ab. Hier vielleicht noch der Einschub: Was ist Skonto überhaupt? Skonto ist ein Zahlungsrabatt auf Zeit, wenn ich zum Beispiel innerhalb von 8 Tagen etwas bezahle. Hier ziehe ich also von diesen 100% die 3% ab und erhalte 97%. Das ist also die Zielgröße, die ich hier zu berechnen habe. Der Barzahlungspreis, der hier gesucht ist, der beträgt 97%. Und jetzt steigen wir direkt in die Schlussrechnung ein. Wir haben ja hier zwei Zeilen. In die obere Zeile kommt immer die Angabe, wo ich zwei Zahlen habe vor, also wenn ich zwei Einheiten weiß, und unten dann die Fragestellung mit einer Einheit und dem X. Und was ich weiß oder beziehungsweise was gesucht ist oder was überhaupt bei Prozentrechnung üblich ist, außer ich berechne einen Prozentsatz, steht bei Prozent immer auf der linken Seite Prozent. Auf das kann man sich verlassen. Und das bedeutet dann für die erste Zeile Prozent vorne, 3%, und die 3% betragen ja die 12 Euro laut Angabe. Jetzt komme ich zu der Fragestellung, die wir vorher formuliert haben. Der Barzahlungspreis, der beträgt ja 97%, und das ist die Fragestellung, die wir hier zu beantworten haben. Und jetzt haben wir einen Schluss aufgestellt. Wir haben, der aus 4 Angaben besteht, mit 3 bekannten Größen und einer unbekannten Größe. Und diese unbekannte Größe rechnen wir jetzt aus. Zuvor müssen wir aber noch den Schluss bestimmen. Und ich gebe jetzt einmal schon einen kleinen Hinweis. Oben dividiert, unten mal. Was kann das sein? Weil es gibt ja zwei Schlussrechnungen. Es gibt ein direktes Verhältnis und ein indirektes Verhältnis. Schauen wir uns das Ganze noch näher an, und dann können wir folgenden Schluss formulieren: Je mehr Prozent wir haben, desto mehr Euro. Und wenn wir diese Konstellation haben, und wie leite ich die übrigens her? Aus 3% wird 97 und 12, das ist dann die Fragestellung. Je mehr Prozent, desto mehr Euro. Und das nennt man, wenn beide Pfeile in die gleiche Richtung gehen, das nennt man ein direktes Verhältnis. Also je mehr Prozent, desto mehr Euro, direktes Verhältnis. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, um herauszubekommen, wo ich das Divisionszeichen und das Malzeichen, das ich hier schon angefügt habe, wie ich darauf komme, weil je nachdem, direktes Verhältnis so, indirektes Verhältnis so. Wenn ich jetzt weiß, dass ich ein direktes Verhältnis habe, und das habe ich ja gerade bestimmt, dann kann ich mir das einerseits merken, dass ich oben dividiert habe und unten mal. Das ist dann immer so. Das ist bei jedem direkten Verhältnis so, dass ich oben dividiere und unten mal rechne. Und dann kann ich das Ganze noch logisch erklären. Wenn ich mehr Prozent haben muss, also wenn der Betrag größer werden muss, dann muss ich eigentlich logischerweise mit der größeren Zahl multiplizieren und mit der kleineren Zahl dividieren. Sonst erhalte ich ja kein Ergebnis, das
größer ist wie 12 Euro. Also wenn ich das jetzt umgekehrt probieren würde, wenn ich mal 3 und dividiert durch 97 rechnen würde, dann würde ja weniger, viel weniger als 12 Euro herauskommen. Also hier kann man das entweder in Anführungszeichen auswendig wissen, dass oben dividiert und unten mal kommt bei einem direkten Verhältnis. Oder man überlegt ganz logisch, es muss mehr herauskommen, heißt größere Zahl mal kleinere Zahl dividiert. Und damit sind wir in der Lage, die Rechnung anzuschreiben. Hier noch einmal der Schluss. 3% 12 Euro, 97% x Euro. Und das führt uns zur Berechnung. Und die Berechnung beginne ich immer mit der Zahl, die ober dem x steht. Und das waren hier die 12 Euro. Den Rest kann ich ja abschreiben. Mal 97 geteilt durch 3. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Die Zahl ober dem x, die 12 Euro, schreibe ich zuerst an. X ist gleich 12. Und den Rest schreibe ich jetzt einfach ab. Mal 97 und dividiert, das ist ja der Bruchstrich. Dieser Bruchstrich heißt dividiert. Und jetzt kann ich das Ganze praktisch im Kopf ausrechnen, wenn ich will. Ich kann aber natürlich auch hier meinen Taschenrechner verwenden. Wenn ich es im Kopf ausrechnen will, ist es günstig, hier zu kürzen. 12 und 3 kann ich beide Zahlen kann ich durch 3 kürzen. Wenn ich 12 durch 3 kürze, erhalte ich 4. Und wenn ich 3 durch 3 kürze, 1. Das heißt, die Division fällt weg. In diesem Fall muss ich nur noch berechnen 4 mal 97. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. 4 mal 90 ist 360, 4 mal 7 ist 28, 388 ist das gesuchte Ergebnis. Und was mir jetzt noch fehlt, ist ein Antwortsatz. Der Barzahlungspreis, also den Preis, den ich tatsächlich zahle, nach Abzug des Kontos, der beträgt 388 Euro. Das formuliere ich und schreibe es hin. Und damit bin ich mit der Rechnung durch. Für die Leute, die es gern haben wollen, noch ein Schnelldurchlauf. Ausgehend von der Aufgabenstellung, die ich hier vorfinde. Gesuchter Barzahlungspreis bei gegebenem Konto. Entschließe ich mich, eine Schlussrechnung durchzuführen. Dann führe ich eine Vorberechnung durch, indem ich von den 100% die 3% abziehe, weil der Barzahlungspreis ist ja hier 97%, die gesuchte Größe. Dann schreibe ich eine Schlussrechnung an. Auf der linken Seite steht bei einer Prozentangabe immer Prozent. Also Prozent steht links, rechts die gesuchte Größe Euro. Weil ich weiß, dass der Betrag größer sein muss, den ich berechne, und ich habe ein direktes Verhältnis, also mehrere Möglichkeiten, hier das Richtige zu tun, multipliziere ich mit der größeren Zahl und dividiere ich mit der kleineren Zahl. Und dann rechne ich das aus, indem ich kürze und es im Kopf rechne oder im Taschenrechner. Beides Mal ist das Ergebnis 388 Euro. Das war mein Vorschlag, diese Aufgabenstellung zu berechnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Lust habt, noch mehr Videos zu diesem Thema zu sehen, dann könnt ihr mich abonnieren. Es sind übrigens schon über 1000 Videos zu den unterschiedlichsten Themenkreisen hier auf diesem Kanal. Sonst werde ich auch über eine positive Bewertung nicht unglücklich. Sei es wie es will, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Erfolg.